Moin Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Ultra Sonne. Ja, wir sind immer noch auf dem Weg, um Lili zu retten, beziehungsweise Cosmo. Und ja, wir sind hier noch im Ether Paradise und müssen uns jetzt erstmal um ein paar Gegner von Team Skull kümmern. Was willst du von mir? Hab, husch, husch. Ich mach Kleinholz aus dir, dann muss sich der Boss nicht mit dir rumschlagen. Golbat. Wir gehen auf Lamos. Psychokinese. Jawohl. 53 Wurzel, wow, Wahnsinn. Für den Sponsor von Team Skull tun wir alles. Ich frage mich, ob Team Skull zu denen gegangen ist und nach dem Sponsoring angefragt hat oder ob die Ether Foundation zu Team Skull gegangen ist. Das würde mich mal interessieren. So, Laubklinge. Jo, jo, du hast ganz schön was drauf. Mach schon, geh weiter, au. Auf Kämpfe, die ich eh verliere, lasse ich mich gar nicht erst ein. Was? Ah, ich bin kein bisschen stärker geworden. Waren alle die Tage, die ich gegen die Einsamkeit gekämpft habe, etwa umsonst? Kein Erbarmen, keine Gnade, ich bin dein schlimmster Albtraum. Oh ja, ich bin ein großer Bromley. Dem Grünstapel, da habe ich eine Lektion erteilt, die er so schnell nicht vergessen wird. Ist von zu Hause weggelaufen, weil er unbedingt stärker werden wollte. Ich mochte den Burschen irgendwie, deshalb habe ich ihn für uns arbeiten lassen. Aber alles hat seine Grenzen, sich gegen die eigene Familie aufzulehnen, ist einfach uncool. Und als nächstes bist du dran. Du bist mir schon länger ein Dorn im Auge, wie eine Klette, die man nicht abschütteln kann. Aber heute verpasse ich dir einen Dämpfer. Na, du hast schon zweimal gegen uns verloren und wirst es auch ein drittes Mal Bromley. Vier Pokémon hast du diesmal. Ja, sein Tektas. Womit hatten wir das letzte Mal sein Tektas angegriffen? Mit Elektroattacken, ne? Okay, dann bleiben wir erstmal bei der Laubklinge. Aber eh nur einen Schlag tanken. Oder so. Schwuppball. Na komm, Botogel, du darfst mal ran. Boah, Schnabel. Botogel hat schon was auf dem Kasten. Das
sehr effektiv wegen der wegen dem Eistyp, ne? Ja. Auf geht's, trifft Zeppeli. Psycho. Doch, ich bin im Psycho, wir gehen auf Psychokinese. Amphi, auf geht's. Ich hoffe, Pinsir setzt kein Erdbeben ein. Er lässt mit dem Donnerschlag. Jawohl. Level 46 für Amphi. Ein Watteschild. Ne, brauchen wir nicht. Erhöht die Verteidigung enorm. Maskeregen. Pokémon Wechsel. Obwohl, ne, wir bleiben. Donnerschlag! Kieferkorom sollten wir zumindest tanken. Ja. Press das, Maskeregen. So, jetzt müssen wir einmal eine Beleber für Silvaro. Magnetsohn, du bist an der Reihe. Elektroball. Das ist 46 für Magnetsohn. Wir bleiben. Geben wir Amphi noch eine Beleber. Ja, und heute. Das ist für Silvaro. Und einmal Amphi auch für dich, damit ihr wieder fit seid. Und zwar, warum müsst ihr jetzt eigentlich mit einer Kalkklinge, Laubklinge den Rest machen? Donarion. Wir bleiben einfach mal. Ah, okay. Erstmal ein Top-Trank für unser Silvaro. So, dann gehen wir einmal auf Schwuppball. Hmm?
geht's, Amphi. Juwelenkraft. Was stimmt mit dir nicht? Warum kann ich dich nicht platt machen? Bromley, was treibst du denn da? Pa, ich hab wohl keine Wahl. Na los, geh schon. Ja, ich heile erst nochmal meine Pokémon. So, dann wollen wir mal. Warte. Gibt es hier noch irgendwas zu holen? Da ist nichts. Nee. Ja, sein kann, dass da irgendwo eine Herrschaftsdecke oder so ist. Alola Torti, bei euch in Alola ist es gang und gäbe, auch Interessenkonflikte mithilfe von Pokémon-Kämpfen zu lösen. Das haben unsere bisherigen Nachforschungen ergeben. Pokémon-Kämpfe liegen mir zwar noch nicht besonders, doch ich werde dafür sorgen, dass du uns Kostmob überlässt. Los, Vinicro, gib ihm eine Kostprobe deiner Stärke. Okay. Oh, das ist das Pokémon, gegen das wir schon mal gekämpft haben. Oh, ist so eine Ultra-Bestie, ne? Das ist stark. Laubklinge. Was? Spukball. So, nach dem Spukball sollte es down sein. Ich habe schon Sorgen bekommen. Ein Gift-Hieb nur so wenig. Ein Gift-Hieb Laubklinge. Selbst mit den Mitteln unserer Wissenschaft war es mir nicht möglich, den Ausgang des Kampfes zu kontrollieren. Das dürfte auch der Grund sein, weshalb es uns nicht gelingt, Necrozma vollständig unter unsere Kontrolle zu bringen. Ihr Leute hier in Alola habt es wirklich raus, wie man mit Pokémon kämpft. Ihr seid eine Wucht. Und doch. Keine Sorge, Amamo. Auf die Stärke der Erde Foundation ist Verlass. Mit Hilfe von Cosmog werden wir einen verlässlichen Pokémon-Trainer durch die Ultra-Pforte schicken, der sich Necrozma stellen und ihn besiegen wird. Deshalb hatten wir den Wissenschaftler Akromas aufgetragen, ein Gerät zu entwickeln, mit dem Necrozma zu kontrollieren sein würde. Die Präsidentin wird uns helfen. Komm uns bitte nicht in die Quere.
Oh, Torti, dich habe ich hier eine Weile nicht mehr gesehen. Ich kann es kaum glauben, du bist gekommen, um uns zu retten. Vielen Dank. Ihr kennt euch also. Ein talentierter Trainer wie Torti gibt sich mit jemandem wie dir ab. Das ist mehr als enttäuschend. Ich werde Cosmog retten, auch wenn du damit nicht einverstanden bist, Mutter. Wie hast du mich eben gerade genannt? Mutter? Ich hatte vielleicht mal eine Tochter und einen Sohn. Das mag schon sein. Aber das war, bevor sie meine Liebe ablehnten und mich verließen. Ich bin wirklich enttäuscht von dir, Lili. Gibt es eigentlich irgendwas, das du kannst? Mich überzeugen kannst du schon mal nicht. Und das Zeug zum Trainer hast du auch nicht. Aber heimlich Versuchsmaterial entwenden, oh ja, das kannst du. Du hast nur ein Auge für das Hässliche. Was dir fehlt, ist der Sinn für das Schöne. Du selbst, du bist nicht verloren. Denn mit meiner Liebe beschütze ich die ganze Welt. Die Welt beschützen, Mutter? Was hat das zu bedeuten? Willst du wirklich in etwa dafür? Ist dir denn völlig egal, was mit Cosmog passiert? Nun, da ich es gewaltsam dazu bringen werde, seine Kraft einzusetzen, ist es durchaus möglich, dass Cosmog dabei stirbt. Aber vergiss nicht, dass dies die einzige Möglichkeit ist, die Welt all meiner geliebten Pokémon zu beschützen. Sorge dich nicht, Lili. Cosmogs Opfer ist nicht umsonst. Ich danke dir, dass du dich so gut um es gekümmert hast. Mutter! Vielen Dank, Torti, dass du gekommen bist. Torti, ich möchte Wölkchen retten, aber ich weiß nicht wie. Nee. Wo sind wir hier? Wenn ihr unbedingt herkommen wollt, dann aber bitte ein bisschen schneller. Na, was sagt ihr zu meiner kleinen Privatsammlung? Meine über alles geliebten Kinder sollen bis in alle Ewigkeit überdauern. Armes Pikachu. Doch wenn die Welt in Dunkelheit fällt, kann ich ihnen nicht länger meine Liebe schenken. Deshalb werde ich eine Ultrapforte öffnen und das Pokémon aufhalten, das unser Licht ra rauben möchte. Ich werde Necrozma besiegen. Oh, Tali. Hey, Torti. Und Lili. Es geht dir gut. Mensch, bin ich erleichtert. Sieh an, du auch hier, lieber Tali. Vom Ultra-Forschungsteam war von Anfang an nicht viel zu erwarten. Aber offenbar ist auch auf Bromley kein Verlass. Ich bitte dich, du darfst keine Ultrapforte öffnen. Was, wenn wir jemanden verlieren, so wie Vater damals? Denkst du etwa, ich hätte vergessen, was damals passiert ist? Ich verabscheue die Ultrapforten aus tiefstem Herzen. Doch genau deshalb muss ich durch sie hindurchgehen. Ich lasse nicht zu, dass mich jemand aufhält. Auch nicht meine Tochter oder mein Sohn. Was? Tochter, Sohn? Moment mal. Seid ihr etwa eine Familie? Das waren wir vielleicht mal, mein lieber Tali, aber diese Verräter wandten sich von mir ab. Dennoch werde ich sie retten. Mit meiner tiefen Liebe als Präsidentin der Etta Foundation, die sich dem Schutz und dem Erhalt aller Pokémon verschrieben hat. Die Gase von Cosmog, die wir gewinnen konnten, bevor Lili es gestohlen hat, haben bereits ausgereicht, um eine Ultrapforte zu öffnen. Nicht wahr? Nun habe ich Cosmog selbst in diesem Käfig. Wenn ich alles aufbrauche, was in seinem Körper steckt, kann ich die Ultrapforten nach Belieben kontrollieren. Bitte hör auf, Mutter. Du weißt nicht, was mit Wölkchen geschieht, wenn es zu viel Kraft einsetzt. Nach unserer Flucht aus der Etta Paradise konnte es sich eine Zeit lang nicht bewegen. Wenn du es zwingst, zu viel Kraft einzusetzen, stirbt es. Da bin ich mir sicher, Mutter. Ich bin Samantha und ich muss tun, was ich tun muss.
Nanu? Cosmog, du weigerst dich also, etwa Lilly zuliebe? Wie heldenhaft. Du hast Lilly sehr gern. Sieht aus, als seien Gladio und Lilly ein klein bisschen erwachsener geworden, seit sie sich von der Etta Foundation distanziert haben. Doch ich lasse nicht zu, dass sich mir jemand in den Weg stellt. Ich muss die Ultra-Pforte durchqueren und Necrozma finden. Es ist die einzige Möglichkeit, Alolas Pokémon zu beschützen. Ich werde dafür sorgen, dass Cosmog eine Ultra-Pforte öffnet. Durch die Kraft des Käfigs wird es nicht in der Lage sein, sich erneut zu widersetzen. Da bist du ja. Nicht, Mutter. Was, wenn du auch noch verschwindest? Deine Sorge um mich kommt etwas zu spät, Gladio. Doch sei unbesorgt. Ich werde dir durch einen Kampf beweisen, dass ich gut auf mich selbst Acht geben kann. Dann schauen wir mal. Ja, genau. Du wirst gegen mich kämpfen, Torti. Wenn es mir gelingt, dich zu besiegen, werden Lilly und Gladio wohl endlich Ruhe geben. Ah, du weißt doch, dass du nicht gewinnst gegen mich. Wobei das unser erster Kampf ist gegen sie jetzt. In dem Let's Play-Projekt. 5 Pokémon hat sie. Ein Pixie. Bestimmt Level 50, oder? Boah, nee, aber 47. Laubklinge. So, Pixie hätten wir schon mal down. Schlappohr. Wir bleiben. Hat sie nur Feen-Pokémon? Schlappohr müsste doch vom Typ Fee sein, oder? Eigentlich schon. Ja, wir sind verbrannt, ist nicht so schlimm. Ach, Alter. Schlappohr müssen wir speziell angreifen. Ah nein, ich weiß warum. Wir sind verbrannt, deswegen zieht es nicht so viel ab. Haben wir noch eine Top-Genesung? Wobei, machen wir das anders. Laubklinge. Auch noch Icy Pots drauf. Ja, wir wären so oder so down gegangen. Nein. Nein, 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 ich will Magnezoom einsetzen. Auf geht's, Magnezoom. In der Hoffnung, dass der Feuerschlag uns nicht one-hittet. Donnerwelle. Oh, sogar nur ein Icy Pot hier angewandt. Oh. Hey. Ja, das ist für dich, Schlappohr. So, Elektroball. Beute, ich will Sevava mal wiederbeleben. Wir haben doch noch eine Top-Beleber bekommen, na hier. Ja. Perfekt. So. Bandes mit Elektroball-Magnetzone. Costoso. Wir bleiben erstmal. Ah, okay. Donnerwelle. So. Elektroball. Ja.
Ableitung, das ist eine Kampfattacke. So, Silvara, auf geht's. Und mit der Laubklinge sollten wir es beenden. Oder? Als ob. Na komm, nochmal Laubklinge. ...54 für Silvaro. Wahnsinn. Milutik. Protogel, ich muss dich einmal opfern. Leber auf Magnetzone. Ich muss Milutik unbedingt paran. Wobei eine Laubklinge könnte ausreichen. Okay, es hat keine Eisattacke drauf. Warum auch immer. Drizella. Wir bleiben einfach mal. Spukball. Noch einen Spukball und dann sollten wir es haben. So, das war's für dich, Samantha. Hey, du bist wirklich stark, Torti. Auf diese Weise meisterst du gewiss auch deine Inselwanderschaft mit Links. Euch sind bestimmt Zweifel an meinem Vermögen gekommen, diese Aufgabe auf eigener Faust zu erledigen, nicht wahr? Die Sorge ist vollkommen unbegründet. Immerhin habe ich ja Unterstützung. Bromley, zu mir. Jawohl. Ich mache mich nun auf, zu Necrozma zu besiegen. Warte, Mutter! Mein Partner Null wurde geboren, um Ultrabestien, den Garaus, zu machen. Sein gesamtes Training diente einzig dem Zweck, jenseits der Ultraforten gegen diese Wesen zu kämpfen. Du bist ein guter Junge. Jetzt mach dir mal keine Sorge, überlass das einfach alles mir. Kinder wären ohnehin viel zufriedener und glücklicher, wenn sie auf das hören, was Erwachsene ihnen sagen. Jetzt sagt Bromley, geh jump it there. Mutter, wieso? Wölkchen, geht es dir gut? Wölkchen, was hast du? Sein Aussehen hat sich verändert, es rührt sich nicht mehr. Wir sollten erstmal verschwinden. Hier können wir ja eh nicht, doch nichts tun.
Zum Glück seid ihr alle unversehrt. Und wer übernimmt jetzt die Etta Foundation? Pia oder Fabian? Ja, wir sind unverletzt, aber es gibt noch viel zu tun. Die Präsidentin und Bromley sind durch die Ultrapforte verschwunden und Cosmog rührt sich nicht mehr. Natürlich ist es wichtig, nicht Cosmog zu besiegen, doch wir können unsere Mutter nicht einfach in einer unbekannten Welt ihrem Schicksal überlassen. Was, wenn sie nicht mehr zurückkehrt? Egal, wie sie sich verhalten hat, sie ist und bleibt unsere Mutter. Das darf doch nicht wahr sein. Diese Samantha. Sie will Necrosma also nicht um unser Willen bezwingen, sondern verfolgt ganz eigene Absichten damit. Was ist nur in sie gefahren? Akromas hat mit unseren Mitteln der Wissenschaft ein Gerät zur Kontrolle von Necrosma entwickelt. Unser Plan war es, einen Menschen durch die Ultrapforte zu schicken, der in der Lage sein würde, das Gerät zu bedienen. Doch nun benutzt Samantha es für ihre eigenen Zwecke. Was hast du da gerade gesagt? Ihr wollt einen Menschen durch die Ultrapforte schicken? Gibt es etwa noch einen anderen Weg, eine Ultrapforte zu öffnen? Das Podium auf Pony. Dort zeigt sich ein Pokémon, welches man den Sonnenverschlinger nennt. Auf seinen Rücken kamen wir nach Alola. Ob Samantha und Bromley überhaupt bewusst ist, wie stark Necrosma eigentlich ist? Oder lassen sie sich womöglich gar unbedacht dessen auf einen Kampf gegen es ein? Passt gut auf euch auf. Wenn Necrosma erwacht, wird es versuchen, Alola das Licht zu stehlen. Das dürft ihr nicht zulassen. Beschützt das Licht Alolas. Eure Welt ist zu schön und freundlich, um in Finsternis gehüllt zu werden. Gleißendes Licht liegt mir normalerweise nicht, aber das Licht von Alola, es ist etwas Gutes. Sei es nun die Aura des Herrscher-Pokémon oder das Leuchten eurer Z-Kraft. Doch genug geredet, wenn ihr uns nun entschuldigen würdet. Falls ihr nochmal ein wenig ausruhen möchtet, ich habe ein paar Zimmer, die sonst unsere Angestellten nutzen, für euch bereit gemacht. Prima, ich bin fix und fertig. Ich werde hier auch schlafen. Eine kurze Ruhepause hilft mir bestimmt dabei zu verstehen, was in Mutter vorging. Da gibt es nichts zu verstehen. Naja. Und ich würde sagen, hier setzen... warten wir noch mal ein bisschen. Ich wollte gerade nämlich noch einen Cut setzen, weil unser Part auch schon wieder fast um ist. Dorothy, Lilly wartet draußen auf dich. Aber jetzt aber so. Dann würde ich sagen, setzen wir hier einen Cut. Ich danke euch fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und ein Kommentar da lassen. Und im nächsten Part gehen wir weiter Richtung Ultrapforte. Bis dann.